Ja, liebe Zuschauer, Herr Lakowitz, vielen Dank für die einleitenden netten Worte von mir. Mein Name ist Björn Winkle. Ich bin bei der Kreissparkasse Ludwigsburg im Generationenmanagement beschäftigt und arbeite dort als Generationenberater und zertifizierter Testamentsvollstrecker in der Beratung unserer Kunden in allen Fragen rund um die Vermögensnachfolge. Es freut mich, dass ich Sie heute hier begrüßen darf und Sie in den nächsten 30 Minuten durch das Thema Erben und Vererben den Generationenwechsel aktiv gestalten mit begleiten darf. Im Anschluss daran stehen uns ca. 15 Minuten für Fragen zur Verfügung und ich bitte rege davon Gebrauch zu machen, damit wir auch in einen guten Austausch kommen. Ein kurzer Überblick zeigt es, wir werden die Themen streifen mit allgemeinen Informationen, ganz kurz über die gesetzliche und auch über die gewillkürte Erbfolge reden. Hier geht es darum, Ihnen einen kurzen Einblick zu zeigen. Hier wird später auf dem Kanal auch noch von Herrn Notar Damm darauf Bezug genommen. Wir schauen uns mal an, wie so ein Gespräch in einer Generationenberatung auch in der Praxis funktioniert, um Ihnen einen Eindruck über die Themen zu vermitteln. Und wir streifen die Themenbereiche, die wir in der Generationenberatung ohnehin auf der Tagesordnung haben, nämlich die Vollmachten und Verfügungen, die Stiftungen, die Testamentsvollstreckungen. Und wir schauen noch, wer für Sie als Ansprechpartner zur Verfügung stehen kann. Nur 12% der Deutschen geben in einer Befragung zur Kenntnis, dass sie ziemlich gut über das deutsche Erbrecht Bescheid wissen. Das ist verhältnismäßig wenig. Ein größerer Anteil sagt, ich weiß ungefähr Bescheid, aber 12% mit ziemlich gut ist ein erstaunlich geringer Wert. In der Zielgruppe der Befragten, der über 65-Jährigen, sagen 58%, dass sie bereits ein Testament errichtet haben. Das bedeutet aber auch, dass 42% noch kein Testament errichtet haben, entweder keinen Bedarf, noch keine Zeit oder sich dem Thema einfach noch nicht gestellt haben. Interessant wird es, wenn wir darauf schauen, wie viel Erbschafts- und Schenkungssteuern der Staat im letzten Jahr eingenommen haben. Wir lagen bei rund 8,6 Milliarden Euro. Das wird in diesem Jahr noch mal erheblich steigen durch einen Großerbfall. Und wir schauen auch darauf, dass in der Befragung circa jeder Dritte sagt, dass er im Erbfall Teil einer Erbengemeinschaft mit mindestens 3 oder mehr Beteiligten war. Die Erbengemeinschaft muss nicht schlimm sein, aber es kann dazu folgen, was wir eben diesen Punkt sehen, und zwar, dass jeder Fünfte der Befragte angibt, dass er in einer Erbengemeinschaft auch schon mal im Erbfall mit dem Thema Streit und Auseinandersetzung in der Familie unter den Erben auch mit konfrontiert war. Die Befragung war repräsentativ bundesweit, aber lassen Sie uns mal gemeinsam auf den Landkreis Ludwigsburg schauen. Sie sehen auf der rechten oberen Seite eingekreist die Bevölkerungsgruppe der über 65-Jährigen, und zwar aus dem Jahr 1961 und 70. Wir lagen damals bei rund 7% und sehen unten den Kringel mit mittlerweile rund 20% Anteil der Bevölkerungsgruppe über 65. Das heißt, wir altern immer mehr. Gleichzeitig gilt es zu berücksichtigen, was Sie auf dieser Folie nicht sehen, der Blick auf die Sterberate im Landkreis Ludwigsburg. Wir hatten im vergangenen Jahr landkreisweit ca. 5.500 Sterbefälle. Der Anteil der Generation der unter 65-Jährigen lag dabei bei rund 13%. Es hat zwei Konsequenzen zur Folge. Den über 65-Jährigen sterben gegebenenfalls potenzielle Erben weg. Und daraus resultieren auch immer größere Vermögensnachfolgeproblematiken. Insgesamt können wir feststellen, dass sich immer mehr Vermögen auf die Altersgruppe der über 65-Jährigen konzentriert. Das wundert nicht, wir werden älter, wir sparen, wir haben selber geerbt. Davor wundert es nicht, dass das Geld auch immer mehr wird. Aber gleichzeitig gibt diese befragte Gruppe auch an, dass sie immer mehr zu den alleinstehenden oder auch kinderlosen Paaren gehören. Das bedeutet, dass diese Personengruppe auch tatsächlich ein Problem hat hinsichtlich dessen, wer die Vermögensnachfolge nach ihnen antreten kann. Wir sehen hier auch Fragestellungen wie, wer kann meine Angelegenheiten für mich regeln, wenn ich alt bin?
wer kann überhaupt mein Erbe werden, wenn ich keine Kinder habe? Und natürlich auch, wie kann mein Vermögen, das ich entweder selbst ererbt oder auch über Jahrzehnte hinweg erarbeitet habe, wie kann dieses Vermögen erhalten bleiben? Sie sehen also, dass der Beratungsbedarf in dem Bereich Erben und Vererben sehr, sehr groß ist. Und das war Beweggrund auch für uns in der Kreissparkasse zu sagen, wir stellen uns mit einem Generationenberatungsteam auf, um für unsere Kunden diese Fragestellungen auch beantworten zu können und unsere Kunden dabei zu begleiten. Wo trifft denn dieses große Vermögen auf, sage ich mal, seine natürlichen Grenzen? Die natürlichen Grenzen liegen vielleicht bei der Erbschafts- und Schenkungssteuer, die ich Ihnen hier in der Tabelle auch mitgebracht habe. Sie sehen in der obersten Zeile die Freibeträge unter Ehegatten, darunter die Kinder mit 400.000 Euro, Enkelkinder mit 200.000 Euro. Das bedeutet, dass man in einer Familienkonstellation mit Ehepartnern und zwei Kindern auf den Tod des Erstversterbenden schon 500.000 an den Ehegatten übertragen kann, an jedes Kind 400.000 Euro. Das bedeutet, da packen Sie schon mal ganz bequem 1,3 Millionen Euro in einen Nachlass rein, ohne dass auch nur ein Cent Steuer ausgelöst wird. Steuer darf nicht der entscheidende Grund sein in einer testamentarischen Gestaltung, aber für viele Kunden ist es der Beweggrund, sich auch danach mit auszurichten, denn man hat lange dafür gearbeitet, für das Vermögen und möchte es im Nachlass auch nicht einer Besteuerung unterwerfen. Problematisch wird es für die Kunden, die tatsächlich auch im Erbenkreis nur entfernte Verwandte haben, denn mit dem Blick in der Tabelle nach unten sehen Sie, hier stoßen wir auf nur noch 20.000 Euro Erbschaftssteuerfreibetrag und damit verbunden auch mit dem entfernteren Verwandtschaftsverhältnis auch gleichzeitig eine höhere Besteuerung in Form von höheren Steuersätzen. Kunden, die keine eigenen Abkömmlinge haben, stehen vor dem gleichen Problem, wer soll es denn erben? Und natürlich, wer mehr als 1,3 Millionen hat, der kommt auch in dieser kleinen Konstellation, wie ich sie gerade beschrieben habe, auch an die natürlichen Grenzen und braucht dann auch individuelle Lösungen, wie das Vermögen erhalten und optimal auf die nächste Generation übertragen werden kann. Ich habe Ihnen mal ein paar Irrtümer und Risiken mitgebracht aus der Vermögensnachfolgeberatung, die uns auch in der täglichen Beratungspraxis immer wieder begegnen. Die erste Aussage ist einfach mal, wir haben uns alle lieb. Wir streiten uns nicht in der Familie, wenn das die Kinder kriegen und wenn das der Ehegatte kriegt. Das ist egal, da wird sich nicht gestritten. Denken Sie noch mal kurz an die Eingangsfolie mit dem jeden Fünften, der angibt, im Nachfolgefall auch schon mal Streit gehabt zu haben. Das widerspricht sich an dieser Stelle etwas. Das darf man sich in Erinnerung rufen. Oft verbreitet auch der Glaube, dass der Ehepartner hervorragend abgesichert ist und deswegen gar kein Testament benötigt wird. Denn viele sind der Meinung, dass der Ehepartner als Lebenspartner tatsächlich auch Alleinerbe wird, deshalb sehr gut abgesichert ist. Und es gibt natürlich gesetzliche Regulierungen, die dafür sorgen, dass die Absicherung gut ist. Aber der Ehepartner erbt nie allein, sondern immer nur neben Kindern. Und wenn keine Kinder vorhanden sind, dann eben auch mit den Eltern oder neben den Schwiegereltern. Sie haben ein existierendes Testament errichtet, sind sich aber vielleicht nicht sicher, ob dieses formrichtig erstellt wird. Ist es damit wirksam und kommt es zur Anwendung? Sie haben es vielleicht daheim in der Schublade verwahrt. Es wird vom Falschen gefunden und müssten sich im Zwangsfall die Frage stellen, ob dieses Testament auch tatsächlich den richtigen Weg findet, eröffnet wird und damit Ihr letzter Wille auch tatsächlich zur Umsetzung kommt. Ein kurzer Hinweis an dieser Stelle, wer in einem Nachlass ein Testament findet, ist im Übrigen gesetzlich verpflichtet, dieses beim Nachlassgericht einzureichen und vorzulegen. Das ist kein Kavaliersdelikt, das sollte man in jedem Erbfall, wenn man vor diese Wahl gestellt wird, auch herzlich berücksichtigen. Ein ganz schlimmer Fall ist eigentlich das Ehegattentestament mit der Bindungswirkung. Das muss nicht schlecht sein. In der Bindungswirkung versprechen sich die Ehepartner, dass sie dieses Testament im Sinne identisch und für jeden gleich wirksam errichten und dass sie sich daran gebunden fühlen. Meistens sind die Ehepartner sich aber auch einig, dass wenn der Überlebende zu einem anderen Schluss kommt, dass er doch noch mal an dem Testament etwas ändern können soll.
Und dieses Können soll funktioniert nicht bei einem Testament mit Bindungswirkung. Hier lohnt sich auch mal ein Blick in die bestehenden Testamente, die Sie schon verfasst haben, ob sie einer solchen Bindungswirkung ausgesetzt sind, ob sie noch Handlungsspielraum haben, indem sie weitere Verfügungen von Todeswegen auch wirksam als überlebender Ehegatte treffen können. Sie haben einen Ex-Ehepartner, der steht vielleicht noch in einem handgeschriebenen Testament oder ist Bezugsberechtigter Ihrer kapitalbildenden Lebensversicherung und Altersvorsorge. Ein spontaner Todesfall sorgt dafür, dass diese Person, die Sie heute eigentlich nicht mehr zum Kreis Ihrer Erben zählen wollen, gegebenenfalls dann tatsächlich auch berücksichtigt wird und den Vermögenserwerb erfährt. Sie haben verschiedene Testamente, ältere Testamente, neuere Testamente, die häufig ineinander greifen sollen, die aufeinander abgestimmt gehören. Und hier tut es mal gut, diese Testamente nebeneinander zu legen, um auch ein Gefühl dafür zu kriegen, ob die Wirkung, die sie erzielen, auch tatsächlich zur Umsetzung kommt. Familienentscheidungssituationen oder auch Patchwork-Familien sind natürlich der Situation ausgesetzt, wie wir sie gerade oben bei dem Ex-Partner gesehen haben. Hier geht es in erster Linie darum, dass der Wunsch besteht, den neuen Lebenspartner mit abzusichern für den Todesfall, das erarbeitete Vermögen, aber an die eigene Linie, die eigenen Kinder weiter zu vererben. Hier benötigt es separate rechtliche Lösungen in Testamenten. Und für die Zielgruppe der Minderjährigen, Menschen mit Behinderungen oder Bedürftigen, auch hier brauchen Sie separate Konstellationen in Ihrer letztwilligen Verfügung, damit dieser Personenkreis auch wirksam geschützt ist. Nicht zuletzt der Themenbereich der fehlenden Vollmachten. Das streifen wir immer wieder auch in unseren Beratungen. Die fehlende Vollmacht ist insoweit ein Irrtum, als die Ehegatten untereinander immer dem guten Glauben ausgesetzt sind, dass sie sich gegenseitig voll rechtswirksam vertreten können. Das ist rechtlich so nicht möglich. Sie werden im späteren Verlauf auf diesem Kanal von Herrn Notar Mensch dazu auch noch Ausführungen sicherlich erhalten. Der Gesetzgeber plant zwar hier momentan Änderungen hinsichtlich eines Auskunftsrechts auch in Krankenfällen. Das wird kommen, das ist auch auf der Planskizze noch nicht umgesetzt. Dennoch ist der Irrglaube vorhanden, dass die Ehegatten automatisch auskunftsberechtigt sind. Ich habe Ihnen mal die gesetzliche Erbfolge heute mitgebracht. Sie sehen im dunkelblauen Bereich all diejenigen, die, wir würden es mal sagen, zu Ihrer Kernfamilie gehören. Das ist der Ehepartner mit einer Sonderkonstellation, deswegen haben wir ihn hier noch weiß aufgeführt. Sie haben Sohn, Enkelkind, Tochter, Enkelkind. All diejenigen sind in erster Linie für Sie erbberechtigt. Und Sie sehen auch, alles, was nach oben geht und in den Farbverläufen etwas leichter gestaltet wird, das sind Ihre Verwandten, die in diesen Fällen von Ihnen erben. Wenn die dunkelblaue Farbe nicht belegt ist, das heißt, Sie sind nicht verheiratet, Sie haben keine Kinder, Sie haben keine Enkelkinder. Und das soll Ihnen an der Stelle einfach nur verdeutlichen, dass der Staat gewillt ist, eine Regelung für diejenigen zu finden, die selber nichts regeln. Sie dürfen sich die Frage stellen und beantworten, ob diejenigen Personen, die dann zum Tragen kommen, auch diejenigen sind, die letztwillig tatsächlich an ihrem Vermögen partizipieren sollen, die als Erben für ihren Nachlass auch tatsächlich von Ihnen so angedacht sind. Das bedeutet auch, gegebenenfalls, dass bei einer gesetzlichen Erbfolge die unterste Linie der Enkel nicht automatisch berücksichtigt wird und es zur Folge hat, dass Steuerfreibeträge der Enkel für 200.000 Euro in Nachlass nicht zur Berücksichtigung kommen. Wir würden dann sagen, der Freibetrag ist einfach verschenkt. Was kann man tun, um seinen Willen auch Ausdruck zu verlangen? Es gibt die gewillkürte Erbfolge. Auch hier wird später sicherlich noch darauf Bezug genommen, deswegen hier an der Stelle nur in Kürze. Es geht darum, dass Sie für sich eine Verfügung von Todeswegen errichten. Das ist das sogenannte Testament. Und das können Sie errichten als Einzeltestament oder aber auch als Erbvertrag mit einer anderen Person. Und wir würden einfach mal unterscheiden, Ihr Einzeltestament können Sie als privates Testament und zwar als eigenhändiges Testament erstellen, und zwar handschriftlich. Sie dürfen hier nur beachten, die Formvorschriften einzuhalten. Dann haben Sie aber tatsächlich auch ein wirksames eigenhändiges Testament erstellt. Im Regelfall verwahren Sie das daheim.
die Problematik Verlust, Brand, Diebstahl. Es wird vom Falschen gefunden, wie wir sie vorhin gesehen haben, die besteht hier natürlich. Oder Sie sagen, nein, ich gehe einen anderen Weg, ich errichte ein öffentliches Testament und zwar mit einem Notar, profitieren dann davon, dass dieses Testament hinterlegt wird bei den Nachlassgerichten. Es wird registriert im zentralen Testamentsregister und im Todesfall deswegen in jedem Fall aufgefunden. Der positive Nebeneffekt ist, der Notar wird Ihnen im Testament immer auch schreiben, dass Sie zum Zeitpunkt der Errichtung auch voll geschäftsfähig waren und deswegen eine Anfechtung im Regelfall erheblich schwieriger ist als bei einem eigenhändig erstellten Testament. Worum geht es jetzt mit dem Blick in die Generationenberatung? Es geht darum, dass Ihre Vermögenswerte bestens so aufgestellt und ausgerichtet sind, dass Sie hinsichtlich Ihrer Ziele auf die Vermögensnachfolge und Ihre Wünsche hierzu bestens wirken und im Todesfall alles diesen Weg geht, so wie Sie es sich vorstellen. Was braucht es dazu? Es ist wichtig, Sie in Gesprächen kennenzulernen, zu wissen, was sind Ihre Ziele und Wünsche an die Vermögensnachfolge, was stellen Sie sich vor, was stellen Sie sich als Ehepaar, was stellt sich der Partner vor, um dann auch zu schauen, was die beste Lösung sein kann. Deswegen an der Stelle einfach auch der Aufruf, gestalten Sie Ihren Generationenwechsel aktiv und vor allem selbstbestimmt und nicht durch die gesetzliche Erbfolge. Wie läuft denn so ein Gespräch in der Praxis ab? Wir treffen uns, es ist eigentlich ein relativ zwangloses Gespräch. Und am Anfang in diesen Gesprächen stehen immer Ihre Ziele und Wünsche hinsichtlich dessen, was Ihnen wichtig ist, wie der Nachlass nach Ihnen passieren soll. Was sind denn häufige Wünsche? Wenn wir mal von oben 12 Uhr im Kreisdiagramm mal mit anschauen, die meisten äußern den Wunsch einer gerechten Verteilung im Erbfall. Die Kinder sollen gleichberechtigt sein, alle sollen das Gleiche kriegen. Das dient natürlich ein Stück weit auch der Vermeidung von Streit. Bewahren der eigenen Dispositionsfreiheit, also auch bis zum Lebensende, selbst und selbstbestimmt über das erwirtschaftete Kapital jederzeit verfügen zu können, also nicht die Verfügungsgewalt frühzeitig aus der Hand zu geben. Optimierung der Erbschaftssteuer, wenn man es braucht. Wir streifen diese Themenfelder, ob es überhaupt relevant ist. Wir können Ihnen hier einen ersten Eindruck schildern. Und wir schauen natürlich auch drauf, wie kann es wirksam werden, im Nachlass Streit zu vermeiden. Denn das ist neben dem Thema der gerechten Verteilung der häufigste Wunsch unserer Kunden in Bezug auf die Vermögensnachfolge. Wie stellt sich das mit der Absicherung der Hinterbliebenen und auch der eigenen Absicherung? Also wird mein Lebenspartner, mein Ehepartner gut versorgt sein, wenn ich nicht mehr bin? Welche Vermögenswerte sind vorhanden? Welche Vermögenswerte kann ich vielleicht schon eine Generation auch weitergeben? Und die Liquiditätssicherung im Erbfall, nämlich wenn es doch nicht möglich ist, die Erbschaftssteuer zu vermeiden, sollte für den Erbfall auch ausreichend Liquidität verfügbar sein, um Erbschaftssteuern bezahlen zu können und im Zweifelsfall nicht die Eigentumswohnung oder ein Familienwohnheim zur Bezahlung der Erbschaftssteuer veräußern zu müssen. Das wäre eine große Notsituation, die wir versuchen, durch die Beratungen auch tatsächlich zu bewerkstelligen, dass die Liquidität auch ausreichend vorhanden ist. Vermögenssicherung über den Erbfall hinaus, also nicht nur im Denken der eigenen Generation, sondern auch der Generation der Kinder und gegebenenfalls der Enkelkinder. Wie kann das bewerkstelligt werden? Und die eigenen Kinder, die Hinterbliebenen in einem Trauerfall, wenn der Schmerz groß ist, nicht auch noch vor einen großen organisatorischen Aufwand zu stellen, einen kompletten Nachlass vollständig und gut und sinnvoll im Sinne des Erblassers auch mit abwickeln zu müssen. Das sind so die Fragestellungen, die uns immer wieder begegnen, die wir aufgreifen und auf die wir auch in unseren Beratungen Bezug nehmen und gemeinsam mit unseren Kunden an einer guten Lösung mitarbeiten. Ihr Hauptansprechpartner ist im Regelfall
Ihr Berater bei der Bank. Er kennt Ihre Vermögenssituation, er weiß, wie Sie anlegen, er weiß, was Sie gerne tun, er weiß, was Sie nicht gerne tun. Sie haben aber auch Ihre Ansprechpartner entweder in Form eines Notars oder eines Rechtsanwaltes, mit dem Sie bisher Ihre Rechtsgeschäfte auch beraten und auch abgewickelt haben. Und Sie haben gegebenenfalls den Steuerberater und mit einem Firmenhintergrund vielleicht auch einen Wirtschaftsprüfer. Diese drei Personen geben Ihnen Informationen auf Ihrem jeweiligen Fachgebiet. Und wir im Generationenmanagement, wir versuchen die Schnittmenge aus diesen drei Zielgruppen, aus diesen drei Personengruppen zu bilden und alle Aspekte einzubinden, die große Klammer drum zu stellen, auch zu schauen, dass im Nachlass oder bis zum Nachlass auch hinreichend Liquidität für Sie vorhanden ist. Das bedeutet, wir sind für Sie, sofern Sie keine eigenen Notare, Rechtsanwälte oder Steuerberater haben, Bindeglied zu diesen Institutionen. Wir stellen Ihnen auch auf Nachfrage gerne Kooperationspartner aus unserem Netzwerk zur Verfügung, wenn Sie diese Rechtsbeistände und Steuerbeistände noch nicht haben, und vermitteln Ihnen hier gerne einen Kontakt. Denn eins ist an dieser Stelle wichtig: Wir geben Ihnen in der Vermögensnachfolgeberatung Ideen und Handlungsempfehlungen, aber wir geben Ihnen keine Rechts- und auch keine Steuerrechtsberatung. Dies ist diesen rechtsberatenden Berufen vorbehalten, und das ist auch gut. Wir verweisen gerne auf diese Berufsgruppen auch zurück, denn schlussendlich müssen die Ihnen dann auch bestätigen, dass ein Konzept, das erstellt wird, auch tragfähig für Sie ist. Unser Angebot an Sie: Wir machen individuelle Beratungstermine. Wir bringen Sie auch mit einem Kooperationspartner gemeinsam an den Tisch, um diese Fragen gemeinsam zu erörtern, um Ihnen die Sicherheit zu geben, dass im Fall der Fälle das Testament rechtswirksam ist, wirkt, und Sie am Ende unseres Beratungsprozesses auch sagen können: Ich habe einen Knopf dran und ich fühle mich jetzt wirklich erleichtert, dass ich diesen Weg gegangen bin und auch ein gutes, für mich gutes Ergebnis erreicht habe. Wenn Sie in diesen Beratungen zu dem Ergebnis kommen, dass Sie das umsetzen wollen, wird Ihr Ansprechpartner entweder der Rechtsanwalt oder der Notar oder dann entsprechend der Steuerberater. Das heißt, Sie treten mit ihm dann in ein Auftragsverhältnis und rechnen entsprechend mit ihm direkt ab. Lassen Sie uns kurz über den Themenbereich der Vollmachten und Verfügungen noch schauen. Hier geht es darum, die Handlungsfähigkeit und auch Selbstbestimmung bis zum Todesfall aufrechtzuerhalten. Denn irgendwann können Sie vielleicht nicht mehr Ihre Rechtsgeschäfte selber erledigen. Sie können eine Kontovollmacht auf einem einzelnen Konto, eine Bankvollmacht für alle Bankverbindungen erstellen. Das können Sie bequem bei Ihrer jeweiligen Hausbank erledigen, bei Ihrem Bankberater. Es geht aber darüber hinaus auch die Notwendigkeit, Rechtsgeschäfte auf etwas breiterer Ebene zu tätigen, also die Vertretung vor Gerichten, bei der Post, gegenüber Behörden, Ausweise beantragen, gegenüber Versicherungen, gegenüber diesen Institutionen reicht natürlich eine Bankvollmacht nicht aus. Wir empfehlen Ihnen hier eine General- und Vorsorgevollmacht, die rechtswirksam eine dritte Person befähigt, Sie als Vollmachtgeber wirksam zu vertreten. Das können Sie grundsätzlich auch formlos tun, handschriftlich mit Unterschrift. Wir empfehlen Ihnen aber, dies überwiegend notariell aufzusetzen. Sie haben ein bisschen mehr Rechtssicherheit, beziehungsweise der Bevollmächtigte hat mehr Rechtssicherheit bei demjenigen, gegenüber dem die Vollmacht gelten soll. Und wenn Sie Immobilienbesitz haben, dann bietet sich eine notariell beurkundete General- und Vorsorgevollmacht ohnehin an. Mehr dazu auf diesem Kanal nachher von Herrn Notar Mensch, der dieses Themengebiet direkt im Anschluss an meinen Vortrag für Sie nochmal ausführen wird. Ja, um was geht es denn noch? Vollmachten ist der Bereich der Handlungsfähigkeit zu Lebzeiten. Sie können die Vollmachten auch über den Tod hinaus gestalten. Aber warum braucht es vielleicht eine Testamentsvollstreckung? Warum kann das ein sinnvolles Instrument für Sie sein? Sie stellen in erster Linie damit sicher, dass Ihre Vorgaben, die Sie im Testament vermerkt haben, auch tatsächlich durch den Testamentsvollstrecker zur Umsetzung kommen. Wir sagen immer, das ist die Sicherstellung des eigenen Willens über den Tod hinaus, denn Sie können es nicht mehr regeln, es muss ein Dritter tun, und wenn die Erben sich in die Augen schauen und sagen, wir haben eine andere Meinung,
dann ist keine letzte Instanz mehr da, die den Daumen drauf hebt und sagt, ich kontrolliere das auch nach. Sie können mit der Testamentsvollstreckung auch Streit unter den Erben vermeiden, denn der Testamentsvollstrecker hat zwar die Hand auf dem Nachlass und muss auch das Testament zur Umsetzung bringen, aber ich sage immer, die Erben können sich über den Testamentsvollstrecker ärgern, aber sie brauchen sich nicht untereinander zu ärgern. Und das ist natürlich in der Erbengemeinschaft unter Erben in der Familie oftmals ein großer Bonuspunkt, denn einzig und allein über den Nachlass verfügungsberechtigt ist der Testamentsvollstrecker, der dann auch die Umsetzung und die Auseinandersetzung des Nachlasses für sie vornimmt. Sie entlasten die Erben natürlich von den ganzen Formalitäten, die mit einer Nachlassabwicklung zusammenhängen. Und wir haben es vorhin schon mal gesehen, wenn Sie dann noch in einer Trauerphase sich befinden, diese sich vielleicht auch noch verlängert, Sie vielleicht auch beruflich als Erbe sehr stark eingespannt sind oder Sie als Erblasser sehen, dass Ihre Erben überhaupt nicht mehr hier vor Ort wohnen, sondern München, Hamburg, Berlin oder international verstreut sind, dann kann ein Testamentsvollstrecker hier vor Ort für Sie wirksam werden und die Auseinandersetzung des Nachlasses vornehmen und Ihre Erben von dem ganzen Verwaltungsaufwand dann auch entlasten. Sie schützen geschäftlich unerfahrene und auch minderjährige Erben, die in der Auseinandersetzung gar nicht wirksam werden kann, weil vielleicht eine Betreuung angeordnet ist oder weil die Minderjährigen noch einen gesetzlichen Vertreter haben. Und auch hier kann der Testamentsvollstrecker die Familie und auch diesen Personenkreis sehr gut unterstützen. Sie sollten zum Testamentsvollstrecker immer eine Person Ihres Vertrauens bestimmen, die Ihren Willen umsetzt, auch dafür sorgt. Und Sie können hier grundsätzlich jeden wählen. Ihren besten Freund, Sie können Ihren Ehepartner als Testamentsvollstrecker berufen. Sie können natürlich auch eine rechtliche Institution zum Testamentsvollstrecker benennen. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Was gilt es denn zu berücksichtigen? Also nur unter den Erben zu sagen, ich möchte eine Testamentsvollstreckung, reicht an dieser Stelle nicht aus. Die Testamentsvollstreckung ist zwingend in einem Testament anzuordnen und niederzuschreiben. Das heißt, da muss rein, dass Sie eine Testamentsvollstreckung wollen und wen Sie zum Testamentsvollstrecker auch berufen. Dieser Person sollten Sie ein hohes Vertrauen zusprechen, denn er wird sich um alles kümmern, was Ihnen lebzeitig wichtig war und was Sie mit der Umsetzung Ihres Testaments für sich persönlich auch verbinden. Der Testamentsvollstrecker sollte deshalb dieses Amt nicht nur professionell, sondern auch zeitlich und auch aus den gesundheitlichen Umständen heraus sehr gut ausüben können. Das Beispiel ist ganz gut. Sie bestimmen Ihren besten Freund zum Testamentsvollstrecker. Sie werden einfach alt, sind 85, 90, 93 Jahre. Ihr bester Freund ist auch schon 90. Der wird Testamentsvollstrecker. Es ist leicht vorstellbar, dass diese Person vielleicht gesundheitlich nicht in der Lage sein könnte, dieses Amt für Sie auszuüben, obwohl es ihm ein Anliegen wäre. Er schafft es einfach nicht mehr. Er kennt die rechtlichen Rahmenbedingungen und Zusammenhänge nicht mehr, um das auch wirksam auch zu seinem eigenen Schutz tun zu können. Das heißt, diese Personengruppe, die altert mit uns. Juristische Personen als Testamentsvollstrecker sind grundsätzlich unsterblich und bieten für Sie den Vorteil, dass diese juristische Person immer auch Mitarbeiter beschäftigt im arbeitsfähigen Alter, die auch rechtlich bestens fortgebildet sind, um dieses Amt als Testamentsvollstrecker professionell und unter der Berücksichtigung der gesetzlichen Gegebenheiten auch auszuüben. In der Kreissparkasse Ludwigsburg haben wir uns hierzu entschlossen, grundsätzlich die Standards einer zertifizierten Testamentsvollstreckung unseren Kunden auch mit anzubieten, damit wir für sie auch den rechtlichen Rahmen mitbringen, um dieses Amt auch wirksam ausüben zu können. Dass die Kreissparkasse natürlich nur Mitarbeiter beschäftigt, die noch im Berufsleben steht, versteht sich von selbst. Über die Regelaltersgrenze hinaus dürfen auch wir noch nicht arbeiten.
auch wenn das Themengebiet prinzipiell sehr viel Spaß macht und wir da eigentlich nicht gern aufhören würden. Ein Themenbereich einer jeden Generationenberatung kann, sollte und wird immer auch das Thema Stiftungen sein. Wann ist denn eine Stiftung vielleicht für Sie ein stimmiges Instrument? Sie haben beispielsweise keinen direkten Nachkommen, damit auch keinen Erben, oder Sie haben nur weit entfernte Verwandte. Mir begegnet in den Beratungen sehr häufig, dass die Kunden noch nicht wissen, wer es erben soll, sie wissen aber genau, wer es nicht erben soll. Und sie wissen vielleicht auch, dass bei diesen Konstellationen der weit entfernten Verwandten der Hammer der Erbschaftssteuer, den wir vorhin gesehen haben, gnadenlos zuschlägt und sie mit einer Stiftung natürlich auch Erbschaftssteuer wirksam vermeiden können, denn Zuführungen zu Stiftungsvermögen sind zu 100% von der Erbschaftssteuer befreit, wenn die Stiftung tatsächlich mildtätig, karitativ oder gemeinnützig ist. Das heißt, Sie können eine Stiftung gründen, Ihr Vermögen dann auch Ihnen wichtige Grundsätze und auch Aspekte, die Ihnen lebzeitig wichtig sind, einfach auch fördern. Und räumen wir kurz an der Stelle zuletzt noch mit einem Irrglauben auf. Stiftungen ist nur was für große Vermögen. Nein, ist es nicht. Sie können schon ab 10.000 Euro Stiftungen gründen. Natürlich sagt der Gesetzgeber, der Rahmen sollte größer sein, aber nicht jeder Kunde hat das Vermögen. Wir haben in der Kreissparkasse Ludwigsburg deswegen im Jahr 2007 die Stiftergemeinschaft gegründet, an der sich jeder Kunde bereits mit Teilbeträgen ab 10.000 Euro mit seiner eigenen Stiftung mit einbringen kann. Gemeinsam sind wir hier stark, weil wir die Gemeinschaftskosten der Stiftungsverwaltung reduzieren, damit die Erträge auch für den guten Zweck erhöhen. Das Gute ist, die Stiftung kann in dem Fall auch ihren Namen tragen und der gute Zweck, den sie fördern wollen, bekommt diese Erträge unter Namensnennung, sofern sie das wollen, dann auch übermittelt. Das können sie lebzeitig tun und sie können diese Stiftung auch als ihren Erben einsetzen, damit ihr Vermögen vollständig steuerbefreit einem guten Zweck, der ihnen am Herzen liegt, zugutekommt. Sie sehen, dass wir in der ganzen Generationenberatung uns nicht nur über Ziele und Wünsche auseinandersetzen, sondern auch über Vollmachten, Testamentsvollstreckungen und Stiftungen, sofern der Bedarf bei Ihnen tatsächlich überhaupt gegeben ist und relevant erscheint. Deswegen das herzliche Angebot an Sie, wie ich es vorhin beschrieben habe, seien Sie aktiv, gestalten Sie Ihren Generationenwechsel aktiv und selbstbestimmt. Wir laden Sie hierzu herzlich ein, Gespräche mit uns zu führen. Ob Sie Kunde der Kreissparkasse sind oder nicht Kunde, spielt dabei keine Rolle. Die Kontaktdaten haben wir Ihnen hier eingeblendet und wir würden uns freuen, einen aus der Zuschauerreihe und auch mehrere gerne in persönlichen Gesprächen bei uns in der Kreissparkasse Ludwigsburg begrüßen zu dürfen. Mein Vortrag endet an dieser Stelle. Ich freue mich auf Fragen aus dem Publikum und darf abschließend dann noch mal schauen, ob wir aus dem Bereich der Zuschauer momentan Fragen haben. Wir haben hier die Frage, wie sollte ein handschriftliches Testament am besten aufbewahrt werden, sodass es leicht zu finden, aber auch sicher verwahrt ist. Die Frage ist berechtigt. Sie haben zwei Möglichkeiten. Sie können das natürlich bei sich zu Hause aufbewahren, bestens dort, wo Sie Ihre sonstigen rechtlichen Unterlagen haben und auch Ehepartner, Erben, Kinder darüber informieren, wo es zu finden ist. Sie haben aber immer noch das Risiko, dass es vielleicht abhanden kommt. Deswegen können Sie Ihr handschriftliches Testament auch selbstständig in einem geschlossenen Umschlag beim Nachlassgericht tatsächlich hinterlegen und einreichen. Dann wird dieses in die Nachlassakten aufgenommen und ist im Todesfall auch auffindbar. Der schlechteste Platz für Ihr Testament ist im Übrigen in Ihrem Bankschließfach, bei dem sonst außer Ihnen keiner eine Vollmacht hat. Hier legen Sie es bitte nicht rein. Eine weitere Frage, inwiefern habe ich bei handschriftlichen Testamenten weniger Rechtswirksamkeit gegenüber Bevollmächtigten? Was wäre ein Beispiel hierfür? Also gegenüber
wir müssen vielleicht kurz trennen, das handschriftliche Testament. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das die handschriftliche Vollmacht gemeint ist gegenüber Bevollmächtigten. Sie haben rechtswirksam keinen Unterschied. Bei einer Vollmacht wäre es tatsächlich so, dass derjenige, dem die Vollmacht auf den Tisch gelegt wird, vielleicht immer auch prüfen können muss, ist denn die Unterschrift auch tatsächlich vom Vollmachtgeber? Kann er darauf vertrauen, dass diese Vollmacht auch tatsächlich, dass er diese Vollmacht auch akzeptieren muss? Das kann manchmal ein guter Beweggrund sein, zumindest bei Handschriftlichen vielleicht die Unterschrift beglaubigen zu lassen. Das können Sie bei den Kommunen oder auch beim Landratsamt und auch bei jedem Notar natürlich tun. Gegenüber einem handschriftlichen Testament, gegenüber Bevollmächtigten, gilt nur zu berücksichtigen, dass ein Bevollmächtigter über den Tod hinaus bevollmächtigt werden kann. Das Testament muss natürlich erst im Todesfall eröffnet werden. Wir haben eine weitere Frage. Ab welchem Betrag bezahle ich die Erbschaftssteuer oder gibt es da kein Limit? Nun, grundsätzlich ist der Mindeststeuerfreibetrag immer bei 20.000 Euro. Den haben Sie gegenüber jeder Person, ob Sie ein Verwandtschaftsverhältnis zu ihr begründen oder nicht. Das ist damit auch der Nachbar. Und dann hängt es davon ab, ob Sie mit diesen Personen in einem engeren oder auch einem weiteren Verwandtschaftsverhältnis stehen. Herr Notar Gamm wird am Ende des Abends zu diesen Erbfolgen und der Verwandtenordnung nochmal Bezug nehmen. Sie können im Prinzip sagen, ab 20.001 Euro besteht die Gefahr, dass Sie in eine Besteuerung reinkommen. Beruhigen möchte ich Sie, wenn Sie sich innerhalb einer Familie mit Ehegatten, Kindern und Enkelkindern befinden. Hier haben Sie weitreichende Freibeträge mit 500.000 an Ehegatten, 400.000. Sie haben 200.000 an die Enkelkinder. Es gibt auch noch Steuerbefreiungen für das Familienwohnheim. Da kann schon sehr viel passieren, bis es zu einer Besteuerung kommt. Das Wichtige ist, der Freibetrag ist ein echter Freibetrag. Das heißt, Sie zahlen erst ab dem übersteigenden Betrag und auch nur für den übersteigenden Betrag tatsächlich Erbschaftssteuer. Eine weitere Frage: Wie sollte ein Ehepaar mit Eigentum und kleinen Kindern sich am besten absichern? Auch für den Fall, dass ein Ehepartner nicht mehr geschäftsfähig ist, Klammer Koma, Wachkoma. Ja, die Frage ist sehr gut. Es zielt auf dieses Thema der schutzbedürftigen, gegebenenfalls auch minderjährigen Erben. Natürlich sollten Sie die Handlungsfähigkeit herstellen. In erster Linie steht mal die gegenseitige Vollmacht, um die Handlungsfähigkeit des Ehepartners zu gewährleisten, die rechtliche Vertretung des erkrankten oder im Koma liegenden Partners dann auch mit erfüllen zu können. Sie sollten hier auch die Vorsorgeaspekte, also für die Gesundheitsvorsorge, mit aufgreifen und integrieren. Und bestens wäre es natürlich auch hier, eine testamentarische Verfügung auch mitzutreffen. Und zwar für den schlimmen Fall, dass vielleicht auch beide nicht vorhanden sind. Und hier regen wir bei unseren Kunden regelmäßig auch an, eine sogenannte Sorgerechtsvereinbarung in die Verfügung mitzuschreiben. Diese Sorgerechtsvereinbarung regelt, wer die Fürsorge für die minderjährigen Kinder vielleicht auch im Todesfall übernehmen kann. Das sind im Regelfall Verwandte, Brüder, Schwestern, Taufpaten aus den jeweiligen Familienverhältnissen. Eine weitere Frage: Wir zwei Kinder haben eine Bankvollmacht über den Tod hinaus für das Konto unserer alleinstehenden Mutter. Kann im Todesfall unserer Mutter ohne Probleme und weitere Nachweise, Klammer zum Beispiel Erbschein, auf das Konto vollumfänglich zugegriffen werden? Wie ist es allgemein und speziell bei der Kreissparkasse? Da unterscheidet sich jetzt die Kreissparkasse überhaupt nicht von allen Banken. Es gibt diesen Themenbereich, der höchstrichterlich auch entschieden ist, und zwar das Thema, brauche ich einen Erbschein oder brauche ich keinen Erbschein? In Bezug auf die hier zur Frage gestellte Bankvollmacht, die gilt über den Tod hinaus. Die gilt aber vielleicht nur für das einzelne Konto. Lassen wir das mal bei dem Beispiel das Girokonto sein. Dann gilt diese Vollmacht nicht für das Wertpapierdepot. Sie gilt nicht für das Geldmarktkonto und auch nicht für die Sparbücher. Sie müssten in diesem Fall vielleicht tendenziell eher eine Vollmacht anstreben, die für alle Konten der Bankverbindung gilt,
auch über den Tod hinaus. Dann brauchen Sie zwingend nicht den Erbschein. Wo Sie ihn aber brauchen können, und gehen wir mal den Blick aus der Bank hinaus, nämlich dann, wenn es darum geht, Immobilieneigentum zu übertragen und das Grundbuch bereinigen zu lassen. Hier reicht eine Bankvollmacht nicht aus. Hier reicht auch nicht eine privatschriftliche Generalvollmacht aus. Hier funktioniert das nur mit einer notariellen Generalvollmacht. Die Grundbuchämter verlangen im Regelfall immer einen Erbschein oder ein eröffnetes Testament. Über das einzelne Konto sollten Sie in diesem Fall immer verfügen können. Denken Sie aber dran, wenn Sie Miterben haben, die Ihnen gegenüber diese Vollmacht streichen, ist diese Vollmacht auch nicht mehr wirksam. Ja, mit dem Blick auf den Bildschirm stelle ich fest, wir haben keine Fragen mehr. Mich hat sehr gefreut, Sie heute in diesem Bereich ein kleines bisschen mit auf die Reise zu nehmen, wie das in einer Generationenberatung funktioniert, was Sie hier erwarten können. Trauen Sie sich, gehen Sie den Weg aktiv. Sie werden sicher feststellen, dass Sie am Ende ein Ergebnis erzielen, das Sie ein Stück zufriedener macht, dieses Losgelöst-Fühl, dass endlich ein Knopf an dieser Regelung ist. Das ist ein Aspekt, der mir in meiner Beratungspraxis von meinen Kunden regelmäßig wiedergespiegelt wird. Ich wünsche Ihnen gute Gedanken, gute Überlegungen. Kommen Sie gerne auf mich zu. Und für den weiteren Verlauf wünsche ich Ihnen angenehme Vorträge, bereichernde Vorträge. Seien Sie gespannt auf das, was noch kommt. Ihnen noch eine schöne Veranstaltung. Auf Wiedersehen.